Hallo Freunde, für einen weiteren Map. Wahrscheinlich heute ist Hinterland dran. Wir schauen mal rein und let's go. Drei Felder. Tschüss, tschüss. Ja, das ist ganz schön gemacht hier. Ah ja, übrigens heute, weil das ist vergesse, heute, 23.2. bin ich den ganzen Tag, also Tier und Technik, aber das habe ich ja vorgestern schon angesprochen, das wisst ihr ja schon. Ja, schaut auf mal vorbei. Wenn ihr jetzt seid. Ich weiß, kommt am meisten, ist das schon zu spät, aber... Ich hab's ja vorgestern schon angesprochen. Die Idee ist gut. Das ist gut. Das ist schön eigentlich hier. Das ist gut gemacht. Ja, ich finde das sind jetzt noch schön gemacht hier. Echt? Fend, irgendein Ding. Was jetzt hat der. Hat jemand das selbst geschossen? Ah, ja, mal schon kurz. Jetzt mal die Zeit aus. Oh. Aber die Idee ist gut. Ach, hier mit dem Bauernmarkt. Ist gut gemacht hier. Also wir sind hier oben. Sonst hat's wieder gar nichts. Geht eigentlich noch, ne? Also muss ich sagen, geht noch. Ernsthaft jetzt? Ja, lustig. Ihr wollt eure Toiletten-Ding. Hat das ein bisschen etwas von... von Niemandsland. Ein bisschen. Ja. Hat ein bisschen was. Von Niemandsland. Die Idee finde ich gut, weil... Die Idee ist gut, weil... das sind kleine, aber feine Häuser. Finde ich gut gemacht. Das ist eine schlaue Idee mal. Weil... alles ist ein bisschen kompakt gehalten. Das nicht. Also alles ein bisschen kompakt gehalten, nicht irgendwie so verteilt. Gut, drei Felder sind ein bisschen zu wenig, finde ich, aber die kann man ja dann selber bauen. Ach. Aber das ist okay. Ist halt. Das ist auch eine sehr gute Maschine. Ich finde die Idee geil. Da habe ich am Anfang auch gedacht, hey, was soll das? Aber das ist gar nicht so schlecht. Also, ich finde die. Ich muss ehrlich sagen. Das ist eine von den besten Ideen, was es überhaupt gibt in diesem Spiel. Wenn du wirklich zu viel Kleinballen gemacht hast, weil kleine Quaderballen, dann kannst du hier auf die durchfahren, zack, füll's auf, zack, weiter.
Das ist eine von den besseren Ideen. Was ein bisschen schade ist hier, da die Frontleiter war, ist grün, aber der ist schwarz. Ich hätte den auch grün gemacht. Aber gute Idee eigentlich sonst. Aber ja, hat das Problem ist halt, also ja Problem. Die Legende besagt, dass hier ein Jahrhundert alt, 26 goldene Tiere ist, dort. Alter! Ich weiß jetzt nicht, Leute, könnt ihr mir eigentlich kurz aushelfen? Wer hat eigentlich schon beide? Also, gibt ja normalerweise gibt es ja diese drei Standard Maps. Da die amerikanische, die europäische und dann noch die also auch die Schweizer Map. Und in der amerikanischen kannst du ja so Holztiere suchen. Und im in der europäischen Map hast du ja diese Spiel, also diese Spielmodule. Gibt es nicht eigentlich einen Unterschied, wenn man einen von beiden findet? Weil ich habe letztes Mal habe ich ja so ein TikTok-Video gesehen, wo einer ja gesagt hat, ja, es gibt ja diese Trophäen und du diese Easter mit diesen Spielmodulen und du alle findest Dinge, dann hast du so einen Controller. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt ist wirklich der Controller gemeint oder kriegst du wirklich nur das Ding? Wenn du normalerweise, wenn du ja, also ich habe ja, hier habe ich ja die Dinge gekriegt, die Trophäe mit dem, mit diesem Spielzeug, Lock. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob es den Unterschied gibt. Wenn du Ding, mal schauen. Ich will mal bei einer anderen Konsole ausversuchen. Aber die Idee ist gut. Kommen wir schon hier kurz an den Rand hoch. Ups, da war ein Kurs. Das ist wieder mal gut! Das liebe ich! Genau das liebe ich! Ja, ganz mit ein paar Meter weiter vorne abgehen. Und das liebe ich! Ja, wenn ihr wollt das nochmal nachlesen, könnte es ja passieren. Drückt von nachlesen. Nein, nein, sonst ist es eine kleine, schöne Map. Aber das ist schon krass. Nein, aber Entschuldigung, Leute, aber was? So, wie viel sind's? 36. 36 goldene Tiere. Und jeder hat ca. sagen wir mal 30. Also wenn jeder mit diesen Tieren 30.000 hat. Gibt. Das können wir nachher mit dem guten Kopfrechner. Also 10 mal 30, das sind 30, 60, 90, 120. Nein, ich komme da nicht, ich komme nicht drauf. 20 mal 50, ich habe 30, 60, 90, 100 bei Ding. Bei 4. 20. 150. 5.
Jawohl. 300. Das ist mal 300. Und das mal. Und 10 sind ja 300. Ich nehme 300.000. Das mal 3. Das sind 9. 900. 900. Und dann. 900. Das sind ja fast. Also 900.000 plus nochmal die Ding. Das sind irgendwie fast über 1.800.000. Also 1.800.000. Stimmt das? Ah, wenn ihr es wisst, schreibt es mir rein. Ich glaube, es sollte stimmen. Wenn ihr 36 findet. Schreibt mir in die Kommentare, schreiben, ob ich richtig gerechnet habe, dass 1.800 blieb. Ah doch, bin ich jetzt da richtig? Warte. Du kriegst ja 1.000.000... 100.000... 80. Und? 180. Also 1.180.000. Oder? Stimmt das? Weil 4 sind ja 1.500. Plus 2, das sind ja 60. Also 5 sind ja 1.800. Also 180.000. Naja, jetzt habe ich was Falsches gerechnet. Gott. Ich weiß. Also, wir kriegen ja für 36. Sind 36 goldene Tiere. Für jedes goldene Tier kriegt man ja 3.000. Also 30.000. Kriegst du für jedes goldene Tier 30.000. Also, du kriegst ja bei 3 mal 10, das sind 30, also sind das 300.000. Weil du musst natürlich jetzt natürlich 0 hinterzurechnen. Also bei 30 mal 10, das sind 300.000 mal 3, das sind 900.000. Dann 5 mal 30 sind ja 150, stimmt, warte. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Also du kriegst 180, bei 6 kriegst du ja 180. 1000. Also, 100, wir nehmen die 900 plus noch die 180. Das sind 1.000.000 und 80.000. Mal. Also ihr könnt es mir nochmal reinschreiben, wenn ich jetzt irgendeine Fehlrechnung gemacht habe. Also ich kann rechnen, Kopfrechnen, einfach nicht so gut. Aber ich kann rechnen. Also ihr könnt es mir mal reinschreiben, die immer besser Kopfrechnen könnt ihr mir mal reinschreiben. Ob ich es ja hier richtig eingeschrieben, ob ich es richtig gerechnet habe. Eigentlich. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ich es richtig gerechnet habe? Wenn nicht, dann habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich bin sicher, dass es 1.080.000 Ingame-Währung gibt. Könnt ihr schon hier rüber. Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also, hier haben wir zwei. Den habe ich recht gehabt.
Es gibt jedes Mal 30.000. Dann können wir mal rein. Also können wir mal reinschreiben, wenn ich jetzt meine Rechnung richtig habe und ob ihr alle Teile gefunden habt. Also können wir jetzt mal reinschreiben. Okay. Das war's schon wieder von dieser Map-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was euch die Map gefallen hat. Warum ist jetzt? Kommt dann davon. Also, wenn euch die Map gefallen hat, schreibt, wie gesagt, schreibt es mir rein. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Also, ja. Abonniere mich, wenn du noch kein Abonnent bist, wie gesagt. Aktiviere die Glocke, wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist mein Titelbild über den Abonnier-Button, das ist auch mein Zweitkanal für den Simulator-EP. Und sonst schaut, was ich sonst gemacht habe. Und ciao, Leute!